Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich möchte euch heute jetzt ein wichtiges Konzept vorstellen, was eigentlich schon fast für viele Sprachen in den Grundlagenkurs gehört, weil manche Sprachen eben tatsächlich dieses sogenannte Dynamic Scoping verwenden. Manche Sprachen, wie gesagt, die meisten benutzen Static Scoping und das werden wir uns heute darum kümmern, was der Unterschied ist. Das heißt, hier müsst ihr wirklich gucken, was macht eure Sprache, die ihr lernen wollt und wie gesagt, die meisten benutzen Static Scoping, aber so Sachen wie Perl und Logo erlauben zumindest Dynamic Scoping. Aber C, C++, C Sharp, JavaScript, Java, alles Static Scoping. Okay, was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen uns erstmal kurz normales Static Scoping angucken. Dann sagen wir hier einfach mal int a gleich 42. Und dann haben wir hier eine Funktion int foo. Foo und bar sind so die Standarddinger. Kennt ihr wahrscheinlich, natürlich int function foo, damit wir auch wissen, dass es eine Funktion ist. Das haben wir ja hier so eingeführt. Genau. Was wir hier haben, ist dann irgendwie ein int Ergebnis ist gleich, ups, das ist ein Leerzeichen zu viel, a plus 42. So. Und jetzt geben wir result zurück. Und wir haben noch eine weitere Funktion, die Funktion int function bar, und dann wird es irgendwann noch einen Batz geben, das wäre dann die dritte Funktion, dann gehen den Informatikern die generischen Namen aus, aber das lassen wir mal außen vor. So, int b gleich, int a gleich, machen wir 1337 draus, und dann sagen wir, wir wollen eigentlich nur die Funktion foo aufrufen, ohne Parameter, und die dann wiederum auch zurückgeben. So, und was wir jetzt hier unten drunter machen, also außerhalb von jedweden Funktionen, ist sogenanntes Scope-Testing. Wir probieren einfach aus, was jetzt hier tatsächlich passiert. Wenn wir einmal foo ausführen und wenn wir einmal bar ausführen. So, was passiert, wenn wir Static Scoping haben? Static Scoping bedeutet jetzt, dieses a hier, weil wir kein anderes a haben, wird hier verwendet. Das heißt, dieses a hier ist das a hier oben. Also liefert uns foo tatsächlich hier zurück a plus 42, also 42 mal 2 im Endeffekt, was 84 ist. Und das Ding gibt hier 84 aus. Also, es gibt es nicht aus, dazu müsste ich ein Print-Rumor machen, aber das Ergebnis von diesem foo hier ist 84. Während das Ergebnis von bar, also dieses foo hier, sagen wir int a gleich 1337 und sagen dann foo. Nein, dieses a ist nicht gültig für die Funktion foo. Wir benutzen wieder in dieser foo-Funktion, also selbst wenn wir sie aus bar aufrufen, benutzen wir als a in dieser Berechnung hier wieder das a hier oben, weil wir das hier gar nicht kennen. Und das Ergebnis ist genauso wie der 84 wie davor auch. Warum ist das jetzt so? Naja, wir haben hier diesen Scope von diesem A, ist das komplette Dokument. Das heißt, die komplette Klasse kennt dieses A hier. Warum ist das jetzt tatsächlich hier so? Weil dieses A eben ganz außen steht. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie eine Klammer drumherum setze, also es irgendwo, so geschweifte Klammern sind normalerweise eigentlich solche Scope, Indikatoren meine ich natürlich. Das heißt, wir sagen, okay, von hier bis hier ist ein Scope, von hier bis hier ist ein Scope und von ganz unten bis ganz unten ist auch ein Scope. Das heißt, dieses A hier ist tatsächlich überall verfügbar. Hier, was passiert jetzt hier mit diesem A? Das heißt, wenn ich hier unten jetzt, sagen wir mal, Return A machen würde, dann passiert natürlich genau das, was ich erwarte. Es wird 1337 zurückgegeben oder 1337 wird zurückgegeben. Warum? Naja, dieses A hier überschattet einfach dieses A hier oben, weil es im näheren oder im tieferen Scope ist. Das heißt, es ist näher an diesen oder innerhalb dieser Klammern, wo wir hier mit dem A arbeiten wollen. Das heißt, was hier passiert ist, das A überschattet dieses A und ist deswegen das primäre A, mit dem wir arbeiten wollen. Also ist das A, was hier zurückgegeben wird, auch 1337. Während hier oben haben wir kein anderes A und da ist natürlich dieses A hier wichtig. Also geben wir hier eben diese 42 plus 42 zurück, was dann wiederum 84 ergibt. Und wenn wir hier eben foo aufrufen, bei Static Scoping zumindest, wenn wir hier foo aufrufen, naja gut, dann interessiert es diese Funktion hier nicht, denn der Scope geht von hier bis hier. Und außerhalb dieses Scopes gilt dieses A nicht.
Das bedeutet aber, dass dieses A, was ich hier drin definiere, bleibt auch hier drin und es interessiert die Funktion foo und feuchten Dreck. Die guckt, was hat sie, also die guckt als erstes, dieses A hier wird als erstes so bestimmt, intern tatsächlich jetzt, was haben wir in diesem Scope, also von geschweifte Klammer bis geschweifte Klammer, kein A, also gehen wir eins weiter nach außen und schauen in dem Scope weiter außen, da haben wir diesen Scope hier und da finden wir dann A und wenn wir dieses A nicht finden würden, würde es einen Fehler geben, weil noch einen Scope weiter außen haben wir nicht, aber wenn wir jetzt hier noch einen Scope weiter außen hätten, zum Beispiel eine Funktion in der Funktion oder von mir aus auch einfach eine Klasse und wir hätten außerhalb der Klassen noch was, dann würde da geguckt werden, ob man da vielleicht noch ein A hat, also immer von innen nach außen gucken. So, jetzt gehen wir über zu Dynamic Scoping. Dynamic Scoping ist ein bisschen bescheuert, also zumindest manchmal. Man tut sich ein bisschen schwer, wenn man damit anfängt, auf jeden Fall. Und zwar, es gibt nur ein A. Also im kompletten Dokument, es gibt ein einziges A und dieses A ist dann immer das aktuelle. Das bedeutet aber für mich, wenn ich hier dieses A definiere und foo aufrufe, naja, dann kommt ganz normal 84 zurück, so wie ich es erwarten würde. Aber wenn ich dann bar aufrufe, dann wird diese Funktion, dann wird dieses A hier oben nicht überschattet und hier innerhalb dieses Scopes ersetzt, sondern es wird komplett ersetzt. Das heißt, es schreibt sich dieser Wert hier rein, also hier tatsächlich in diese Variable. Das ist dann auch wirklich derselbe Speicherplatz, wo dieses A hier sich reinschreibt. Weil es ja kann ja nur ein einziges A geben. Das bedeutet aber auch für diese Funktion foo hier, die ja auf dieses A hier oben zugreift, dieses A hier ist am Ende dieses A hier. Weil wie gesagt, das hier wird nicht überschattet, sondern überschrieben von diesem int A, von dieser Definition hier. Und was hier dann im Endeffekt zurückkommt, ist eben 42 plus 1337, also 1379. Und ja, das ist ein bisschen umständlich, ist es im Endeffekt genau derselbe Code, aber er gibt was anderes zurück. Das heißt, immer vorsichtig sein, ob ihr Dynamic Scoping habt oder ob ihr tatsächlich Static Scoping habt. Okay, ich hoffe, das hat das Ganze klar gemacht soweit. Denkt immer daran, von geschweifte Klammer bis geschweifte Klammer, das ist ganz wichtig. Und dann von innen nach außen für Static Scoping oder es wird überschrieben, also alle Variablen, die schon existieren, werden tatsächlich echt überschrieben für Dynamic Scoping. Gut, ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.